Hallo zur Pressekonferenz, egal wo ihr, wo Sie das gerade gucken, nach dem Handball-Bundesligaspiel SC Magdeburg, TVB Stuttgart. Halbzeitstand 19:18, am Ende ein 40:31 Heimsieg des SC Magdeburg. Halle ausverkauft, wie vorauszusehen, bis zum Ende dieser Saison. 6.600 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Die besten Werfer auf Seiten von Stuttgart waren Marino Maric und Kai Häfner, jeweils 6 Tore erzielt. Auf Seiten des SC Magdeburg Tim Hornke mit 9 Treffern erfolgreich. Wir haben beide Trainer hier, natürlich zum einen für den SC Magdeburg Bennett Wiegert, aber traditionell, wie es sich gehört, das erste Statement gebührt dem Trainer vom TVB Stuttgart. Das ist Michael Schweikart. Dort ist das Mikrofon. Ja, ich muss natürlich gratulieren. Benno, Glückwunsch zum Sieg und den verdienten 2 Punkten. Wie viele Mannschaften, die hier nach Magdeburg kommen, haben wir uns ein bisschen was vorgenommen, wollten den Gegner vor andere Aufgaben stellen, haben das heute im Zentrum mit Finikola ausprobiert, der den Innenblock ein bisschen offensiver ausgelegt hat, wie wir das sonst machen. Schlussendlich aber ist es auch für ihn schwer gewesen, das Ganze heute dauerhaft zu verteidigen. Von daher, wenn man aufs Ergebnis schaut, zeigt das schon vieles, wo heute der Knackpunkt war. Wir verteidigen nicht genug Bälle, bekommen 40 Gegentore. Wenn ich das Positive rausnehmen kann, ich glaube, wir spielen einen ordentlichen Angriffshandball die ersten 40, 45 Minuten. Da spielen wir oder haben eine gute Effektivität. Dadurch bleibt das Ergebnis auch noch relativ eng. Am Ende lassen wir eben dort auch nach, bekommen dann noch mehr Kontertore und von daher verdient das Ergebnis. Für uns gilt das ganze Ding wie immer aufzuarbeiten. Für uns kommen Spiele mit Eisenach und Hamburg jetzt im Spielplan, wo wir punkten möchten. Dem SCM weiterhin alles Gute, vor allem nächste Woche bei dem schönen Event. Benno, dir und deiner Mannschaft viel Erfolg. Vielen Dank, Michael. Bennett, dein Statement zum Spiel, was kannst du hinzufügen? Jetzt funktioniert es. Okay, dann nochmals vielen Dank, Gino. Ich glaube, wir haben von unserer Mannschaft heute 2 unterschiedliche Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit, 19 Tore ist fantastisch. 18 Tore gegen uns sind gefühlt zu viel, obwohl wir auch schon so Mitte erster Halbzeit die Chance hatten, 4-5 zwischen uns zu bringen oder schon gehabt haben und dann wieder mit einfachen Fehlern, technischen Fehlern im Angriff, Fehlwürfen im Angriff, den Gegner in eine gute Lage bringen und nach meinem Gefühl auch eher das positive Gefühl bei Stuttgart zur Halbzeitpause steigern und für uns ein bisschen für Unzufriedenheit sorgen. Es ist natürlich auch einer guten Torhüterleistung von Stuttgart gewillt, das Ergebnis 19:18, da haben sie in einer Halbzeit 9 Paraden, das ist schon außerordentlich gut. Dann bin ich aber umzufriedener, was wir in der zweiten Halbzeit machen, dass wir gleich das, was wir uns vorgenommen haben, Aggressivität reinzubringen, Spielfreude reinzubringen, über die Abwehr in den Gegenstoß zu kommen, sehr, sehr gut umsetzen können, relativ schnell wieder auf 3 weggeben, das bringt Sicherheit und dann kommt zum Schluss, kommen wir dann ein bisschen in Fahrt und ins Laufen und dann ist natürlich 40:31 ein überragendes Ergebnis für uns, dass wir einfach so nehmen sollen und nicht mehr analysieren sollen, das nehmen. Und wir freuen uns jetzt aufs nächste Wochenende. Aber wir wollten heute natürlich die Freude noch ein bisschen wegnehmen und einfach wichtige Sachen in der Bundesliga machen. Wir wissen, dass wenn Stuttgart jetzt hier kommt, dass das alles andere ist, als das im Vorbeilaufen zu erledigen. Das ist ein Bundesligaspiel. Und das hat man vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gesehen, aber ich bin trotzdem mit dem ganzen Rahmen, danke für die Unterstützung, wieder ausverkaufte Arena ist ja alles andere als normal. Vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr zufrieden und freue mich über das Ergebnis. Und jetzt können wir langsam die Vorfreude auf Köln auch so ein bisschen vielleicht offener vorleben und damit auch hausieren gehen. Jetzt haben wir es noch ein bisschen flach gehalten, aber jetzt soll uns das dagegen nichts mehr bremsen, genauso wie bitte alle Fans, die mitkommen. Habt Spaß, habt Freude. Ich weiß, wie sehr das an uns liegt, aber wir wollen uns auch freuen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da Nachfragen gibt von den Kolleginnen und Kollegen von der Presse, vielleicht auch zu anderen Themen. Dann hiermit die Möglichkeit gegeben, mit der Bitte das Mikrofon zu benutzen, damit es alle hören. Sehe ich gerade nicht so. Würde ich aber an der Stelle zumindest nur eine Frage nachziehen. Welche Taktik fährst du jetzt? Erstmal Ruhepause und dann Reset, Vollgas auf Köln oder nimmst du schon irgendwie Rückenwind jetzt mit von heute?
Und den vergangenen Spielen? Ja, ich hoffe, dass die Jungs Rückenwind mitnehmen. Ich brauche den nicht. Ne? Ich hoffe, die Jungs nehmen das mit, was wir in den vergangenen Spielen gemacht haben, welche Ergebnisse wir erzielt haben. Aber trotzdem wissen wir alle, dass das völlig egal ist, was du für Ergebnisse hattest. Ja, das zählt nur das, was wir am Wochenende machen, welche Performance wir da wieder erbringen können. Und wenn wir aber unsere Leistung abrufen können, haben wir gute Chancen, zwei Spiele zu gewinnen. Aber das wird natürlich ein hartes Brett. Okay, dann vielen Dank. Der TVB spielt am 20. April in Eisenach. Du hast schon angesprochen, viel Erfolg dafür. Und auch ein Gruß an eure Fans. Also hast du zwei, drei Vereine, sind ein Riesenrespekt, dass die mit hergefahren sind. Naja, und zum Wochenende ist alles gesagt. Vielen Dank und allen Fans auch von uns, vom Team hinter dem Team. Viel Spaß in Köln. Gebt Vollgas, nur der SC Magdeburg.